herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich möchte euch heute zwei Rezepte vorstellen für das Frühstück. Und das Schöne ist daran, nicht nur, dass diese Rezepte einfach sind und dass das Frühstück wirklich sehr lecker ist, sondern das Schöne ist einfach, dass ihr dieses Frühstück auch Tage vorher zubereiten könnt und einfrieren könnt. Es gibt ja immer so Tage, man steht morgens auf und es ist einfach stressig, ob man verschlafen hat, das Kind muss zur Schule oder in den Kindergarten und dann schnell noch ein Frühstück zu zaubern, das ist dann doch etwas schwierig. Und aus diesem Grund möchte ich euch gerne zwei tolle Rezepte zeigen. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß. Zu meinem ersten Rezept habe ich herkömmliche Croissants habe ich heute mitgebracht. Die habe ich zur Hälfte aufgeschnitten. Ich habe ein bisschen Ei angebraten. Das lege ich als erstes drauf. Dann folgt der Schinken und der Käse. Und das kommt ungefähr für 8 bis 10 Minuten in den Ofen bei Ober- und Unterhitze. Und ja, und ihr seht das ja, sobald die Croissants ein wenig bräunlich werden, holt ihr die raus und somit habt ihr ein köstliches Frühstück. Wenn die Croissants abgekühlt sind, packt sie in Alufolie, macht sie in einen Beutel, Gefrierbeutel und ab in den Gefrierschrank. Und ja, und wenn ihr morgens dann aufsteht, habt ihr gleich ein wunderbares Frühstück griffbereit. Und vor allem ist es einfach und es schmeckt wirklich jedem total gut. So, mein zweites Rezept ist auch ganz einfach. Ich habe nicht immer Lust und Zeit, morgens meine Pancakes frisch zuzubereiten und hinter der Pfanne zu stehen. Und ja, und aus diesem Grund gibt es eine ganz andere Variante, die ihr auch schon allerdings Tage vorher zubereiten könnt. Ihr macht ganz normal den Teig, dann nehmt ihr etwas Obst, was ihr gerade zu Hause habt. Ich habe Bananen, die schneide ich jetzt schön klein. Ich habe natürlich erst eine Kastenform genommen, die ich vorher eingefettet habe. Ich habe den Teig dazu gegeben und dann habe ich Bananen noch dazu gegeben. Natürlich vorher klein geschnitten. Das kommt ab in den Ofen, auch bei 220 Grad für 12 bis 15 Minuten. Und das ist eine ganz tolle Variante. Ihr müsst nicht hinter der Pfanne stehen, sondern ihr könnt das zum einen in eine Auflaufform, könnt ihr den Teig reingeben oder wie ich das gemacht habe, in einer Kastenform. Also wie ihr sehen könnt, es ist total einfach. Und ja, so ihr Lieben, das war's für heute. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Freude mit diesem Video. Ja, macht es gerne mal nach. Ihr werdet es merken, wenn ihr euer Frühstück einfach Tage vorher schon zubereitet, einfriert. Es erleichtert euch auf jeden Fall den morgendlichen Stress, sagen wir es mal so. So, mein nächstes Video kommt am Dienstag, denn ihr wisst ja, übermorgen, also Samstag, fahre ich ins Action und dann gehe ich shoppen und ich freue mich schon, euch zu zeigen, was ich denn Schönes geshoppt habe. Also seid gespannt, schaltet gerne ein, wenn ihr mögt und ja, ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende, bleibt schön gesund und bis nächste Woche. Ciao, ciao.